Hi Leute, heute ein Video, wie man sein analoges Autoradio zu einem digitalen Autoradio umwandeln kann. Und zwar gibt es hierzu verschiedene Empfängermodelle, die man im Internet kaufen kann. Ich habe hier eins von Technisat, Digitradio K2. Gibt es aber auch andere Hersteller, die kosten zwischen 40 bis 100 Euro, je nachdem, was man für Funktionen haben möchte und wie aktuell das Gerät sein soll. Meins hat auch noch zusätzlich die Funktion, dass man sein Mobilfunktelefon anschließen kann über Bluetooth und somit auch noch eine Freisprecheinrichtung hätte, eine zweite. Wieso sollte man das dazu kaufen? Ja, die meisten Fahrzeuge, auch ältere Modelle, haben nur ein analoges Autoradio eingebaut, aber auch teilweise aktuelle Modelle, weil sich der Besteller des Fahrzeugs manchmal das einfach nicht gegönnt hat und den Aufpreis für ein Digitalradio einfach nicht bezahlen wollte. Zudem ist aber auch das Problem, dass irgendwie früher oder später wir wahrscheinlich nur noch digitalen Empfang haben werden und dann das Autoradio einfach nicht funktionieren würde. Das hat ein mobiles Bedienelement, das wird über Funk an den Empfänger angeschlossen. Man kann es aber platzieren, wohin man möchte. Ich habe es hier gleich neben dem Schaltknopf, passt gut dazu und ich finde es einfach vom Design her auch passend. Dann hat man einen Empfänger, der wird an den AUX-In-Anschluss angeschlossen und auch an einen USB-Stromversorger. Im hinteren Bereich des Fahrzeugs habe ich eine Scheibe geklebt. Hat den Vorteil, dass es nicht im Sichtfeld ist und keinen stört. Man kann die Kabel auch schön verlegen, ist alles machbar. Wie funktioniert das Ganze? Nachdem man es angeschlossen hat, kann man dann im Fahrzeug auf den AUX-In-Anschluss gehen. Und hier sucht man sich jetzt einen Kanal. Ich nehme mal einen Galaxy. Hier sieht man dann, dass es gesucht wird. Und dann funktioniert es auch einfach mit dem Autoradio. Was jetzt toll ist, es ist sehr klar, der Empfang. Und man kriegt halt auch sehr, sehr viele Kanäle rein, die man eben im analogen Radio nicht reinbekommt. Und es ist wirklich vom Klang ohne Rauschen sehr, sehr klar und deutlich. Ich habe es einfach jetzt dazu angeschlossen und bin auch zufrieden. Ist eine günstige Variante, sein bestehendes Autoradio, sein analoges Autoradio mit Digitalradio umzurüsten oder aufzurüsten, besser gesagt. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye!